Was würdest du sagen, Karin? Hat sich die Lage hier im Bahnhofsviertel verbessert oder eher verschlechtert? Hast du deine Enkelkinder schon mal gesehen? Nee. Wäre das nicht so ein Wunsch von dir, mal die auch zu sehen? Ich bin die Karin, bin 55 Jahre alt, konsumiere Heroin, Kokain, eigentlich so ziemlich alles außer Tabletten. Und bin jetzt hier im Bahnhofsviertel seit 20 Jahren abgeschmiert. So Leute, wir haben einmal hier die Karin. Wir haben bereits mehrere Videos mit Karin gedreht. Diese werde ich euch in der Infobox verlinken. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Da viele Leute wissen wollten, wie es Karin momentan geht, drehen wir nochmal ein Video mit ihr. Und ja, Karin, dann überlasse ich dir mal das Wort. Wie geht's dir? Ja, sieht man ja. Soweit alles knapp. Gut? Ja. Das ist ihr Freestyle, falls das jemand wissen will. Ja, hier wird es jeden Tag schlimmer. Hier schmeißen sie Flaschen, hier stechen sie sich ab. Hier wird es immer voller. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Und mittlerweile ja, fühle ich mich auch nicht mehr so sicher überall. Und hier nachts zu sitzen ist auch lustig, hier in der Seitenstraße. Ja, ich habe vorhin dich erwischt, Karin, beim Kern in der Niederstraße. Ja. Mach nicht vieles, ist eine gute Sache, die du machst. Richtig. Gibt's auch eine Cola für. Ja. Mega Durst gab. Wer hat dir die Cola spendiert? Der große Druckraum. Ja? Gibt's eine Cola für, ja. Da hatte ich doch vorhin einer gefragt, Karin, wieso machst du das? Naja, auch weil es damit sauberer ist. Also, aber wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen. Also, es zählt nicht lange. Es wird auch immer schmutziger. Wo schläfst du derzeit, Karin? Hast du noch die Wohnung? Ja. Also, sonst, wie geht's dir? Was ist so in deinem Leben passiert bisher? Nicht viel. Alles beim Alten? Ja. Bist du derzeit glücklich, Karin? Na, zumindest habe ich keine Depressionen. Ich meine, muss man so sagen. Ja. Ja, Yin-Yang stimmt. Es geht schlimmer, würdest du sagen, oder? Geht noch schlimmer, ja. Jetzt kommt auch der Winter. Gott sei Dank hast du die Wohnung im betreuten Wohnen. Mhm. Da bist du nicht auf der Straße. Ich glaube, das will kein Mensch. Aber du hattest auch schon mehrere Winter auf der Straße, ja? Ja, hatte ich auch. Ja. Wie war das für dich? Kalt. Kalt. Nee, das ist schon scheiße. Vor allen Dingen, wenn du einschläfst, kriegst du mal alles geklaut. Ja, das geht also, ganz schnell. Dann hast du nichts mehr. Was würdest du sagen, Karin? Hat sich die Lage hier im Bahnhofsviertel verbessert oder eher verschlechtert? Verschlechtert. Inwiefern verschlechtert? Ja, dass neue Leute kommen, dann benehmen die sich wie die Axt im Walde, irgendwie so, wie sie es irgendwie aus Filmen sehen, muss man sich so wie so ein Junkie benehmen. Ich habe keine Ahnung, wo sie das her haben. Das sind fremde Leute, die denken, sie können uns hier verarschen oder sich hier durchbetteln. Also das ist auch total häufig im Moment, dass die denken, hier gibt's Drogen umsonst. Einfach mal oft genug fragen und dann kriegen sie schon was. Anscheinend funktioniert es ja, sonst würden sie es ja nicht andauernd machen. Kommen auch mittlerweile immer mehr junge Menschen ins Bahnhofsviertel, oder? Ja. Würdest du sagen, eher älter? Eher normal nicht. Heute waren mal so 3 Kiddies, die waren auf gar keinen Fall 18 Jahre alt. Ja. Wollten Pet verkaufen. Macht eure Schule, Jungs? Ey, wir verkaufen, also die kriegen auch nichts verkauft. Also, auch wenn das hier anders denkt oder so, aber nee. Aber wieso nicht? Also meinst du die also, Leute? Also da gibt es schon irgendwelche, die denken, ja, ich würde also normalen Dealer verkauft ihr nichts. Aber es gibt auch viele Leute, die haben hier keine Skrupel, so, die verkaufen das. Ja, genau. Sicher. Wie gesagt, das sind aber nicht Leute von hier, sondern das sind dann eher Neuzugänge. Ja, klar. Sonst, Karin, über einen Entzug oder so, hast du dir mal Gedanken gemacht? Gottes Willen. Nee, mach ich nicht. Fangen wir wieder an. Okay. Guck mal, du bist so eine starke Frau und ich glaube an dich. Ich bin mir sicher, dass du es trotzdem schaffen könntest. Nicht nur für dich, sondern auch für die Kinder und alles. Ich meine, guck mal, ich möchte so eine Sache sagen. Du bist nicht alleine. Du hast viele von deiner Familie, die hinter dir stehen und die dich vermissen und die sich so gerne wünschen würden, dass du clean bist und für sie da bist. Ja. Aber du bist ja nicht. Dass ich denen da. Du bist dann auch keine Last oder so, wie du es dir das manchmal vorstellst, sondern viel eher eine Stütze. Ich war auch gern bei meiner Oma, viel lieber. Also. Ja. Aber ich meine so für die Zukunft einfach. So, weil ich will nicht, dass du denkst, dass du eine Last für deine Familie bist oder so. Das bist du auf jeden Fall nicht. So, das weiß ich auch mit den Gesprächen mit deiner Tochter, wenn ich immer mit dir spreche. Mhm. Sie vermisst dich und sie wäre so froh darüber, wenn du wieder bei ihr wärst und auch deine Enkelkinder siehst. Ja. Also warte, machen wir Stopp. Nee, das kannst du wohl sagen, dass ich Enkelkinder habe. Ja? Also ich habe ja das Älteste, ist ja 16 Jahre alt. Ist. Mein ältestes Enkelchen, ja. Krass. Hast du deine Enkelkinder schon mal gesehen? Nee, so nur auf Video, also. Okay. Wäre das nicht so ein Wunsch von dir, mal die auch zu sehen und doch, mit denen schon, zu spielen und natürlich. So? Natürlich. Ja? Ja, aber so, letztens habe ich ein kleines Kind gesehen, guckte mich an halt und da meinte er, ich bin das Nachtgespenst, huibu, habe ich gesagt. Ich habe vergessen, schlafen zu gehen. Die Mutter musste lachen, ja. Also,
Aber du darfst nicht immer alles so negativ sehen. Weil guck mal, ich meine, du bist eine tolle Person und eine tolle Persönlichkeit. Mhm. Und du hast auch ein gutes Herz. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Du hast ein gutes Herz. Und das sehen auch deine Familienmitglieder, deine Kinder auch. In dir steckt echt mehr als das hier, was auf der Straße ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Das möchte ich auch irgendwie. Vielleicht noch eine Zeit lang. Ich weiß nicht. Irgendwas muss ich mir mal anderes suchen. Das stimmt. Ja, also, das kann nicht sein. Also, natürlich. Ich möchte dich da auch. Es wird von Tag zu Tag schlimmer hier. Und, ja. Man weiß halt auch nie, was morgen passieren wird oder was nächste Woche sein wird. Ich habe mir schon überlegt, was es da gibt in Amerika. So ein Netz irgendwie. Ne? Also so oder wie so eine Pistole. Aber das ist ein Netz, wo du denjenigen dann. Ja, genau. Weil ich kann ja schlecht mit dem Elektroschocker, da lasse ich ja nie wieder los, weil ich Angst habe, wenn ich ihn dann los habe, dann vertricht er dich. Oder das Tränengas kriegen alle anderen ab, noch nicht der zum Beispiel. Aber wie gesagt, so, ich wollte das nur von meiner Sicht nochmal sagen, weil ich dich hier sehr oft sehe und du bist immer respektvoll und höflich und ich habe ja auch Kontakt mit der Familie so. Von dem her wollte ich dir nur so von meiner Seite aus sagen, dass du nicht alleine bist und dass, wenn du diesen Schritt gehen solltest, dass viele Leute da sind, die dich unterstützen würden. Aber weißt du was, ich habe eine Idee, wir könnten da mal was machen. Und zwar mal so. Wir machen ja angeblich immer alles schmutzig, ne? Okay. Also ist ja auch so. Aber die Leute machen das nicht mehr sauber. Die Taunusanlage, wo wir immer sitzen, diese Zwischenebene da bei dem Fahrstuhl, das sieht aus, das klebt, das pappt. Das muss ja auch ab und zu mal einer sauber machen. Machen die aber nicht. Und dann hatte ich letztens, ey, ich mach das demnächst sauber, ohne Scheiß. Die Wände, das macht kein Schwein sauber. Ja. Was würdest du sagen, was man deiner Meinung nach besser machen könnte im Bahnhofsviertel? Ja, die Druckräume auf jeden Fall rund um die Uhr öffnen. Das kann ja nicht sein. Wie gesagt, wir werden ja auch bestraft dafür, wenn wir hier, auch wenn wir es trotzdem machen, hier draußen sitzen. Es sind viel zu wenig Plätze. Dann der harte, also ich habe überall Hausverbot zum Drücken, auf jeden Fall. Ja. Weil ich immer. Weil du deine Meinung sagst. Ja, richtig. Ja. Nee, da muss halt die Putzkolonne gewechselt werden, wenn der nicht sauber macht. Auch das ist aber überall so anscheinend, aber ja, das kann ja wohl nicht sein. Ist halt auch so ein schwieriges Ding, sagen wir mal so, du brauchst echt eine Person mit einem harten Fell, die hier arbeitet, weil die macht sauber, 5 Minuten später sieht es wieder so aus, weißt du? Ja, stimmt schon, ja, was heißt ein hartes Fell? Nee, Moment, aber da ist eine Putzkolonne, die werden dafür bezahlt und dann sollen die auch gefälligst sauber machen. So, guck mal Karin, vielleicht noch von dir selber so, du kennst mich ja jetzt schon eine etwas längere Zeit, so, ich möchte so gerne mal eine ehrliche Meinung von dir hören, so zu dem Format Stimme der Straße oder zu mir als Person, findest du das gut, schlecht? Ja, finde ich ganz gut, ja, auch das mit meiner Tochter erstmal also Kontakt hast oder versuchst da irgendwie Kontakte zu knüpfen und ja. Ich versuch mein so Bestes. Unserer Familie wieder sind. Ich will nicht der Samariter sein oder irgendwie Lob dafür kassieren. Das ist nicht mein Ziel, aber ich versuche so mein Bestes, was ich aus der Ferne machen kann. So, ich bin ja auch nicht aus Frankfurt, versuche ich auf jeden Fall so zu helfen oder was zu bewegen, ein Stück weit, ja? Ja, finde ich ganz lieb. Ja, danke dir dafür auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Karin. Ja. Pass auf dich auf. Ich hoffe, dass das Video so ein bisschen dir vielleicht so einen kleinen Schubs ergibt, weißt du? Dass du dir mal vielleicht Gedanken machst. Ja, aber ich brauche eine andere Wohnung, also das hat keinen Zweck dann. Schau mal, ich möchte noch so kurz ein paar Worte am Ende sagen. Wir haben schon mehrere Videos gedreht, Karin. Mhm. Und in ein paar Videos, du bist halt eine sehr direkte Person. Und du sagst halt das, was du denkst. Es kann oft bei den Menschen ein falsches Bild geben, dass du zum Beispiel zu böse bist oder verstehst du? Ich bin überhaupt nicht. Aber Karin, guck mal, schaut mal, die ist eine mega liebe Frau. So, sie ist höflich, sie ist respektvoll. Klar, wenn ihr sie dumm anmacht, dann kriegt ihr halt das Doppelte zurück. Damit müsst ihr klarkommen. So, damit müsst ihr rechnen. So, aber wenn ihr Karin lieb entgegenkommt, kommt das Doppelte zurück an Liebe. So. Von dem her. Nein, danke schön. Bitte schön, Karin. Danke dir für deine Zeit. Okay, tschüss.